Moin, herzlich willkommen zu einem weiteren LS17 Tipps und Tricks Videos. Diesmal ist es eigentlich kein komplettes Tipps und Tricks Video, sondern es ist eigentlich ein Update. Und zwar ein Update zu den Ballenlager Videos, die ich gemacht habe. Und eigentlich auch zu dem Palettenlager Video, was ich gemacht habe. Da gibt es nämlich eine Eigenheit. Und zwar, wenn man im Multiplayer spielt. Die Kapazität stark erhöht hat und zum Beispiel mehr als 127 Ballen einlagern möchte, funktioniert das auf einmal nicht mehr. Man kann nicht mehr neu in das Spiel mit einsteigen. Ja, das Synchronisieren bleibt hängen und das funktioniert nicht. Da ist ein Fehler, der ist gefunden worden. Da hat noch ein anderer Anwender und ich, wir haben das in Zusammenarbeit mit dem GTX von der LS Mod Company. Also wir haben ihm den Fehler gemeldet und haben ihm verschiedene Logfiles geschickt und verschiedene Sachen ausprobiert. Und er hat den Fehler gefunden und behoben. Allerdings sind die Ballenlager, die im Moment zum Download stehen, soviel ich weiß, noch nicht angepasst. Die haben immer noch diesen Fehler. Das heißt, wenn ihr euch jetzt von der LS Mod Company das Ballenlager runterladet und da die Kapazität anpasst oder das schon gemacht habt irgendwann mal, dann könntet ihr beim Multiplayer, wie man so schön sagt, auf die Schnauze fallen. Da gibt es aber einen Workaround. Der Workaround ist gar nicht schwierig, den zeige ich euch hier. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht einen Browser. Ich habe hier mal meinen offen. Ihr braucht ein ZIP-Programm, also WinZip oder 7-Zip, so wie ich das benutze. Link ist unten dann in der Videobeschreibung. Das war's. Mehr braucht ihr nicht. Ihr braucht keinen Giants-Editor, ihr braucht keinen Text-Editor, gar nichts. Wie kommt ihr daran? Was braucht ihr? Wie macht ihr das? Wie stellt ihr das an? Und zwar geht ihr auf die Seite lsmodcompany.com. Die sieht ungefähr so aus im Augenblick. Dann klickt ihr hier oben auf Downloads und dann kriegt ihr hier die Downloads angezeigt. Und das scrollt ihr durch, bis ihr hier das Storage House Script Set findet. Ja? Müsste eigentlich auch funktionieren, wenn ihr hier oben Suchbegriff Storage eingebt. Da seht ihr schon Storage House Script. Das ist es nämlich nicht. Seht ihr? So doof, so einfach war das gar nicht. Ich gebe einfach nur mal Storage ein, damit sollte das dann funktionieren. Storage. Da klickt ihr drauf, diesen Treffer, und dann habt ihr hier das Storage House Script Set 1.0.2.0. Und diese 2, die ist wichtig, die ihr hier seht. Weil die Ballenlager sind im Moment, die sind mal abgedatet worden, das ist richtig, aber die liegen nur vor in der Version 1.0.1.0. Und ihr braucht aber die 2, das ist ganz wichtig. Und dann sagt ihr hier herunterladen, Storage House Zip, dann sage ich Show in Folder. Ausschneiden. Mach das zu. Gehe hier in meinen Tutorial-Folder und füge das hier ein. So, was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir erst einmal, hier habe ich schon mal mein Ballenlager, das was ich modifiziert habe. Das müsst ihr extrahieren. Also die ZIP-Datei entpacken. Und das gleiche müsst ihr auch hier mit der Storage House.zip machen. Geht ihr auch auf alle entpacken. So, jetzt habt ihr hier die beiden Ordner. Diese beiden Dateien hier unten, die braucht ihr nicht mehr. Ja, für euch ist jetzt interessant, ihr geht hier ins Storage House und da sind drei Dateien drin. Zwei Lua-Dateien und eine XML-Datei. Und da geht ihr mit der rechten Maustaste drauf und sagt kopieren. Und dann geht ihr hier oben in euer FS17 Bell Storage Placeable auf Script und sagt dann hier einfügen und sagt Dateien im Ziel ersetzen. Zack. Jetzt geht hier eine Etage nach oben wieder. Selektiert alles mit STRG A. Oder indem ihr die ersten und die letzten anklickt. Rechte Maustaste, 7-Zip. Hinzufügen zu FS17 Bell Storage Placeable.zip. So. Jetzt habt ihr hier eure ZIP-Datei, die ihr in Mod-Ordner schmeißt. Und schon seid ihr fertig. Und das ganze Ding ist Multiplayer-fähig. So einfach war das. Ich habe jetzt keine Beispiele davon gemacht, ich habe es aber mehrfach ausprobiert, es funktioniert. Könnt ihr mir glauben? Ja.
Und ich hoffe, dass euch das ein bisschen geholfen hat und dass ihr jetzt die Ballenlage auch im Multiplayer vernünftig benutzen könnt. Kurz und knapp, quick and dirty hier, aber es funktioniert. In diesem Sinne sage ich dann mal ciao.